Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Da hatten wir auch mal direkt den Motor, wenn ich dann hier auch mal drin wäre. So. Zack. Wir fahren los von Kiel nach Bremen. Und man sollte den Gang auch reinnehmen. Könnte man auch losfahren tatsächlich. Leute, ich war gestern bzw. heute. Ne, für euch ist es gestern gewesen. Auf einem Festival, also auf einem Event. Und war sehr geil. Gab zwar wieder drei Schlägereien, aber die gibt es irgendwie immer. Ja. Aber war auf jeden Fall ganz geil. Man hat auch ein paar Leute noch da gefunden, sag ich mal. Warum haben wir eigentlich schon wieder so einen riesen LKW? Bin immer noch krank. Irgendwie gefühlt noch mehr kränker geworden. Warum bremst du jetzt? Ja. So. Diesmal sogar über Grün gefahren. Das ist doch mal geil. Und jetzt hier schon wieder weg. Okay, so. Dann auf nach Bremen war das, glaube ich, ne? Ich habe schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Aber egal. Ja, ich bin gerade am Handy, deswegen. Fahre ich jetzt, okay. So, Leute, wie war euer Tag so? Also meiner war ganz geil eigentlich, weil wir fahren jetzt gerade fast 10 km/h so schnell, was wir eigentlich fahren dürfen. Ja, kann man doch mal wohl machen. Was mich gerade frage ist, Mann, boah, ich überlege echt erstmal eine Videopause zu machen. Aber ich will halt auch irgendwie Videos für euch produzieren weiterhin, ne? Nur weil ich jetzt krank bin. Ja, keine Ahnung. Meine Stimme, die verabschiedet sich auch schon ein bisschen. Ja. Mal gucken. So, steht da schon Bremen dran? Ja, Bremen. 195 Kilometer oder so. Ich glaube, der LKW kann tatsächlich schneller als 90 gar nicht fahren, ne? Also. Ich fahre jetzt 10 km/h schneller und passiert halt nichts. Geil. So, jetzt geht's hier bergauf. Jetzt verliere ich so oder so Geschwindigkeit. Was ich mich frage ist, ob LKW-Fahrer ganz geil ist eigentlich, weil du bist halt immer alleine arbeiten. Du fährst halt durch die ganze Welt, sage ich mal so, und kannst halt gefühlt alles sehen, ne? Hat schon irgendwas auf jeden Fall auch LKW-Fahrer zu sein. Oder findet ihr es nicht? Also, meiner Meinung nach kann man auch, also wenn man die Welt angucken will, so wie ich, dann kann man auf jeden Fall LKW-Fahrer werden. Aber dann auch natürlich für den Fernverkehr, weil der Fernverkehr, da bist du ja auch in anderen Ländern. Sag ich mal. Deswegen. So. Okay. 120 Kilometer doch. Und jetzt ist hier irgendwie auch so viel Verkehr. Das wäre ich einfach. Interessant, dass ich jetzt einfach ein Auto baue. Und getroffen habe. Moin. Hier ein bisschen die Leute anrufen auch.
Ah, jetzt bin ich im Müllfahrdingens. Dürfte man das jetzt eigentlich in Real Life so machen wie ich? Also so überholen? Eigentlich ja, oder? Wenn es drei Fahrbahnen sind, auf jeden Fall, denke ich. Und ich war auch 10 km schneller. Glaube ich. Wie schnell darf man jetzt fahren? Habe ich nicht gesehen. Egal. So, wir müssen hier links bleiben. So. Geil. Moin, moin. Tunnel. Oh, in Tunnel hasse ich. Das hat auch einen Grund, warum. Weil ich da immer, also ich krieg dann immer so Druck auf den Ohren und das ist so kacke, ne, Leute. Also so, seid glücklich, wenn ihr es nicht habt. So, interessant, dass ich jetzt gerade ein Auto überhole. Oh, hör mal auf zu laggen jetzt hier, nur weil ich in Hamburg bin oder was. Diese vier Fahrbahn-Dinger irritieren mich schon ein bisschen. So. Zack. Ach, leere Paletten bringen wir ja weg. Ich finde dieses neue Overlay eigentlich ganz geil, ne? Von Euro Truck Simulator 2. Das sah ja sonst immer anders aus. Kann man in meinen alten Videos noch sehen. So. 85 Kilometer noch, das schaffen wir. Wir fahren fast 90 jetzt wieder. Ich fahre auch die ganze Zeit auf dem zweiten Streifen, ne? Also in der Mitte. Die Autos sind ja auch zum Teil so langsam. Jetzt dürfte er 100 fahren. Fährt er das? Ja. Dann kann ich hier rechts jetzt rein. Nur sowieso hier rechts rein. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie weit noch Bremen weg ist. Also laut meinem Navigationssystem hier 77 Kilometer. Das Blöde wäre, wenn man mit dem LKW irgendwo hinfahren müsste, also zum, nach Spanien oder sowas, und du kannst die Sprache dort nicht. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen blöd. Aber da könnte man auch einfach den Übersetzer nehmen. Würde ich dann mal sagen. Aber so sonst ist, glaube ich, LKW-Fahren eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, ob das Geld halt reicht. Das ist dann halt wieder die andere Frage. Weil irgendwie beschweren die sich ja auch zum Teil über Geld. Ja. Keine Ahnung. Fische warten tatsächlich gerade schon auf Essen. Die sind schon hier leicht am Durchdrehen. Oh, die kriegen gleich nach dem Video. Warte. Eigentlich kriegen die immer um 13.30 Uhr und wir haben es gerade 12.44 Uhr, aber ich gebe den gleich einfach nach dem Video. Warte. So. Mein PC ist auch schon seit 2 Tagen durchgehend an. Also heute muss der mal ein bisschen entlastet werden. Ich schalte den heute auch aus. Das liegt einfach daran, dass ich ja die ganze Zeit weg war. Ich aber noch in der Zwischenzeit Videos geschnitten habe, also gerendert habe, dass ich, wenn ich dann zu Hause ankomme, dass ich die noch machen kann. Und eigentlich wäre ja, für euch ist es gestern gewesen, ein Short um 2 Uhr gekommen. Ne? Ist schon verspätet. Also wir haben es jetzt mittlerweile gleich 12, also wir haben jetzt 12.45 Uhr und es ist immer noch kein Short da, weil
Also es kommt auf jeden Fall heute noch ein Short, den lade ich dann praktisch einfach hoch, wenn ich fertig bin. Also wenn ich den Short habe, lade ich den hoch, weil sonst kommt heute gar kein Short oder würde es nicht kommen. Und auf meinem Stunno Gaming Kanal kam schon ein Short, weil dieses Video habe ich schon fertig geschnitten und gerendert gehabt, wo ich dann nach Hause kam. Und deswegen konnte ich dann halt schon da einen Short hochladen, weil ich habe das nämlich schon auf YouTube hochgeladen und sowas. Genau. Müssen wir jetzt hier abbiegen oder was? Und ja, also bei Stunno Gaming ist aber auch der Short erst um 3 Uhr oder so gekommen. Weil das auch zu. Also ich kam halt erst so um 2:30 nach Hause, also abends. Beziehungsweise frühs meine ich. Und von daher konnte ich da jetzt irgendwas Schlechtes drehen. Dings, ihr wisst, was ich meine. So. Sind wir auch gleich schon da? Ja, mich regt es ein bisschen auf, dass ich krank bin. Ich weiß auch nicht, warum ich krank bin. Also ich checke es selber nicht. Bin schon seit einer Woche jetzt fast krank, ne? Also, es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Vielleicht muss ich doch mal zu meinem Arzt. So, also diese Ampel, guck mal, wir fahren jetzt über eine Ampel, die rot ist, sonst sind wir immer über grün gefahren. So, und die überspringen wir hier auch kurz. So. Und hier können wir nicht überspringen, weil sonst fahren wir in irgendein Auto rein. Das wollen wir ja nicht. Oh, die Feuerwehr. Moin. So, jetzt müssen wir hier wieder rein. Mache ich das mit meinem Anhänger? Ja. So, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind in Bremen angekommen. Mit leeren Paletten. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sado. Ciao, ciao.